Als allererstes werde ich nach der Schule von meiner kleinen Hündin begrüßt, die sich immer sehr freut, dass ich nach einem langen Schultag wieder zu Hause bin. Und dann beginnt so meine kleine Hygieneroutine. Und zwar desinfiziere ich einmal mein Handy und meistens auch noch meine AirPods und meine Flasche, da ich aus der Trinkflasche, die ich in der Schule mit habe, meistens auch noch dann am Nachmittag oder am Abend trinke und ich dann gerne so das ein bisschen sauber mache, weil ich das alles ja in der Schule immer dabei hatte und überall hatte, dass irgendwie dann potenziell kontaminiert sein könnte. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, mich ein bisschen sauber zu machen und mich dann auch umzuziehen. Und dann stelle ich meinen Time-Tracker als erstes mal auf Essen um. Falls du wissen möchtest, was Time-Tracking ist und warum ich es mache und wie ich es mache, kannst du sehr gerne mal mein ganzes Video dazu angucken. Und bei uns gibt es dann jetzt Essen und ja, ihr seht hier, wie ich das Essen zubereite und den Tisch decke. Und da habe ich mit meiner Familie zusammen gegessen, aber öfter kommt es auch mal vor, dass ich alleine esse und deswegen habe ich nochmal an einem anderen Tag dieses Szenario auch nochmal abgefilmt und ich habe mir sogar, wie ihr hier sehen könnt, das gleiche T-Shirt nochmal angezogen, um das ein bisschen realistischer zu machen. Aber ab und zu kommt es auch mal vor, dass ich alleine esse. Ich glaube, ihr seht mich gar nicht und meine Frisur sieht doch absolut komisch aus. Aber auf jeden Fall ist es manchmal so, dass ich alleine esse. Ja, ich versuche dann auch immer achtsam zu essen und vor allem auch mein Handy beim Essen dann irgendwie wegzulegen und mich nur auf das Essen zu konzentrieren, was nicht immer so cool ist, da ich gerne ans Handy gehen möchte und irgendwas da machen möchte dabei während des Essens. Aber ich versuche wirklich auch ganz achtsam zu essen und mich auf das Essen zu konzentrieren. Also, ne, noch guten Appetit. Und meine Eltern haben mir früher als kleines Kind immer beigebracht, dass ich nicht vom Fernseher essen darf. Ich durfte nie vom Fernseher essen, weil der hat immer gemeint, das ist ungesund, ich muss achtsam essen. Und dieses achtsam Essen ist so eine Sache, die meine Eltern mir schon von klein auf irgendwie beigebracht haben, die ich aber jetzt auch wirklich noch selbst so durchziehen muss, dass ich es wirklich auch mache. Ja. Ich habe euch aber vor ein paar Monaten erzählt, dass wir jetzt hier so ein Beet haben und tatsächlich wachsen auch hier schon so einige Bohnen dran. Das ist total cool. Habe ich euch aber auch schon auf Instagram gezeigt, also könnt ihr mir auch sehr gerne folgen. Auf Instagram teile ich auch immer sehr viel aus meinem Leben mit euch. Und nachdem wir kurz draußen waren, setzt sich Flo wieder auf ihren Thron und auch ich gehe wieder in mein Zimmer. Und ich gehe dann ein bisschen an mein Handy und beantworte Nachrichten und schreibe meinen Freunden und gucke auf Instagram und ja, check einfach so ein bisschen ab, was los ist und was passiert ist, während ich in der Schule war. Und dann bin ich meistens schon so eine Stunde zu Hause und dann geht es auch schon an die Hausaufgaben bzw. an das Lernen. Meistens mache ich aber nur meine Hausaufgaben. Ich muss heute eine kreative Aufgabe machen in Englisch und dann muss ich so eine kleine Geschichte schreiben, also eine ganz, ganz kleine, kurze Geschichte. Und ich werde dabei jetzt ein bisschen Musik hören, da ich irgendwie kreativer bin, wenn ich Musik höre, mich ein bisschen so inspirieren lasse. Deswegen werde ich das jetzt machen und ja, meine Hausaufgaben machen. Danach packe ich dann meine Schultasche für den nächsten Tag. Ich finde es einfach sehr wichtig, das schon am Vortag zu machen und nicht irgendwie am Morgen. Und wenn ich fertig bin, mache ich eigentlich jeden Tag irgendwas anderes. Also es ist eigentlich nie gleich. Manchmal treffe ich meine Freunde, was momentan natürlich nur begrenzt stattfindet. Aber eigentlich finde ich immer irgendwas, was ich machen kann. Und ja, das sind wirklich immer andere Dinge. Und an dem Tag, an dem ich das gefilmt habe, habe ich Koreanisch gelernt. Denn ich lerne jetzt seit ungefähr einem Jahr Koreanisch. Ich habe dazu auch schon einige Videos gemacht und ich versuche mir jetzt halt so selbst beizubringen. Und versuche da auf jeden Fall dran zu bleiben und auch öfter zu lernen. Und das klappt eigentlich schon ziemlich gut, würde ich sagen. Und danach habe ich gelesen und ich versuche momentan auch jeden Tag zu lesen, da Lesen für mich einfach ziemlich wichtig ist und ich das auch sehr gerne mache, aber ich oft nicht die Zeit dazu finde und deswegen versuche ich halt mir bewusst dafür Zeit zu nehmen jeden Tag.
Und dann war ich noch ein bisschen an meinem Laptop und habe die nächsten Tage geplant, habe auch schon neue Videos geplant, also so gescriptet und den Text so ein bisschen geschrieben. Und nach dem Essen gehe ich auch nochmal an mein Handy und beantworte Nachrichten, die jetzt auch über den Tag reingekommen sind, gehe auch auf Instagram. Und an diesem Tag habe ich sogar bei Instagram eure Fragen beantwortet, denn ich habe am Vormittag diesen Fragensticker in die Story gepostet und habe dann da eure ganzen Fragen beantwortet. Das macht mir total Spaß. Du kannst mir sehr gerne auf Instagram folgen, das heißt ich Lara Emily Official und poste auch ziemlich viel in meiner Story. Also falls du dich mit mir connecten willst, kannst du mir da sehr gerne folgen und mir auch schreiben, denn ich werde dir auf jeden Fall dort antworten. Und dann ziehe ich mich irgendwann auch schon um. Und falls ihr mich schon ein bisschen kennt, dann wisst ihr, dass ich nur in einem Oversized-Shirt immer schlafe. Und mit diesem Clip möchte ich demonstrieren, dass ich danach meistens noch etwas lese oder auch Tagebuch schreibe, wie ich es an diesem Tag gemacht habe. Und nachdem ich mich fertig gemacht habe, freue ich mich sehr auf mein gemütliches Bett. Und ich habe versucht, mit diesem Clip nochmal diese gemütliche Atmosphäre einzufangen. Und das war's doch eigentlich schon mit dieser Abendroutine. Also lass mir gerne einen Kommentar da, falls dir gefallen oder auch falls dir nicht gefallen hat. Und schreib mir gerne, was ich dann verbessern könnte. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Also vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und hoffentlich bis sehr bald mal. Tschüss.